Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video geht es jetzt um Überhosen. In dem letzten Video habe ich dir ja schon erklärt, dass du bei einem zweiteiligen Windelsystem, also einer saugenden Windel, einer Faltwindel, immer noch eine Überhose als Nässeschutz brauchst. Und in diesem Video geht es jetzt nur um diesen Nässeschutz. Das Nässeschutzmaterial kann unterschiedlich sein. Du siehst, ich habe jetzt hier drei ganz unterschiedliche Stoffe in der Hand. Das eine ist ein sogenannter Pullstoff, das andere ist Wolle und hier haben wir ein Vlies. Vlies, so wie du den Stoff auch von deinen Pullovern oder Outdoorjacken kennst. Die Form ist in diesem Fall immer gleich, das sind sogenannte Schlupfhosen. Denn diese Form ziehst du einfach nur dem Baby so über die Beinchen an dem Popo dann dran. Das sind also Schlupfhosen. Die andere Form, die es gibt, das sind dann so Überhosen, die mit einem Klettverschluss geschlossen werden oder aber mit Druckknöpfen. Einmal gibt es die ganz pflegeleichten und sehr einfach zu trocknenden Überhosen aus einem Pullstoff. Ein Pullstoff ist ein Polyesterstoff, der mit einer hauchdünnen Membran beschichtet ist. Und diese Membran besteht aus Polyurethan. Es ist eine mikroporöse Membran und das bedeutet, dass ganz feine Wassertröpfchen zwar verdunsten können, aber es können halt keine groben Wassertropfen raus. Ja? Das hat also wirklich den Vorteil, es kommt schon auch Luft an die Haut, denn ein Luftaustausch findet statt, aber die Feuchtigkeit an sich dringt nicht nach außen durch. Und wie diese Beschichtung aussieht, das zeige ich dir mal hier in dieser Überhose. Die ist hier innen drin. So, die ist jetzt ganz dünn aufgetragen und du kannst dir natürlich vorstellen, dass diese Beschichtung auch beschädigt werden kann. Das ist der Fall, wenn du spitze Fingernägel hast oder Schmuckringe, der mit Steinen irgendwie besetzt ist. Oder auch, wenn du mit spitzen Gegenständen da dran gehst. Also wenn du, ich weiß nicht, da irgendwie mit einem Reißverschluss da dran kommst, der sich da einzwickt, dann kann diese Schicht eben auch beschädigt werden. Der Pullstoff ist ziemlich pflegeleicht. Du kannst Pullüberhosen mehrmals verwenden. Du musst sie nicht jedes Mal neu waschen. Außer sie sind natürlich jetzt mit Stuhlresten, mit Kackerresten irgendwie verschmutzt. In dem Fall kann es auch sein, dass du dann einfach nur mal hingehst und die partiell auswäscht und sie trocknen lässt, wenn du jetzt ganz in Eile bist. Oder aber du kannst so eine Überhose auch ganz einfach im Handwaschbecken eben auswaschen. Viele Hersteller empfehlen eine maximale Waschtemperatur von 40 Grad. Es gibt andere, die kannst du dann auch bei 60 Grad waschen. Wenn du auf deine eigene Verantwortung jetzt eine Überhose bei 60 Grad wäschst und der Hersteller hat nur 40 Grad empfohlen, dann kann es sein, dass die Lebensdauer der Überhose einfach etwas geringer ist. Das hat mehrere Gründe und zwar liegen die sehr oft auch an den Gummibündchen. Das ist auch der Grund, warum viele Hersteller empfehlen, die Überhosen jetzt nicht bei so ganz hohen Schleudergängen zu waschen. Also jetzt nicht 1600 oder 1800 Schleuderumdrehungen pro Minute wählen, sondern das eben niedriger runterstellen. Wie du siehst, hat diese Art von Schlupfüberhose auch am Bauch und an den Beinchen Vliesbündchen. Dadurch liegen diese Bündchen ganz gut am Babybeinchen an und sind schön weich, machen das Ganze noch ein bisschen höher und hier passen super gut dann Höschenwindeln darunter, aber auch Bindewindeln oder eben Mullwindeln. Das ist jetzt eine Pullüberhose von der Firma Blueberry, das ist die Capri. Das ist eine sogenannte One-Size-Windel. Du siehst, hier vorne gibt es Knöpfe und so kann diese Windel in der Leibhöhe eben vergrößert oder verkleinert werden und passt sich so deinem Baby im Wachstum auch an. Sie hat Laschen und in dem Fall ist die Capri wirklich super dafür auch geeignet, dass du Prefolds in ihr verwendest. Hier ist also die Prefold in der Überhose eingelegt und wenn jetzt diese Windel, die Prefold, schmutzig ist, dann nimmst du sie heraus und sollte deine Überhose jetzt gar nicht verschmutzt sein, dann kannst du sie nochmal verwenden. Ich persönlich gebe dir jetzt aber den Tipp,
Lass diese Überhose auslüften und zwar mindestens einen Wickelgang. Also nimm sie jetzt nicht gleich beim nächsten Wickeln oder beim übernächsten, sondern warte da noch mal ein bisschen. Du kannst sie auch nur schon mal feucht auswischen mit einem feuchten Waschlappen und dann lässt du sie gut lüften und dann brauchst du diese Überhose auch nicht jeden Tag dann jedes Mal dann waschen, wenn du hier diese Windeln dann wechselst, sondern du musst sie wirklich nur alle paar Tage waschen, wenn sie verschmutzt ist oder wenn sie dann anfängt zu müffeln. Kommen wir jetzt zu den Wollüberhosen. Das hier ist eben auch eine sogenannte Schlupfüberhose. Die ist jetzt aus Wolle und sie ist doppelt gestrickt. Doppelt gestrickt bedeutet einfach, dass du zwei Lagen Stoff, Wollstoff hast und die werden quasi hier oben am Bündchen einmal umgeknickt und unten an den Beinbündchen dann zusammengenäht. Das ist also eine doppelt gestrickte Wollüberhose. Es gibt aber natürlich auch Wollüberhosen, die eine andere Form haben. Das sind die sogenannten Wollwalk-Überhosen. Die sind in den seltensten Fällen wirklich aus einem ganz weichen Strickstoff. Es gibt welche von der Firma Anavi, da ist das ein relativ weicher Strickstoff, aber in den meisten Fällen ist das ein sogenannter Wollwalk. Diese Wollüberhosen aus dem Wollwalk sind also sehr dicht und zwar gleich von Anfang an. Du hast sie in nur wenigen Fällen in einer Schlupfform, also es gibt welche, zum Beispiel von der Firma Billeka von Huda, aber in den meisten Fällen hast du Wollwalküberhosen, die mit Klettverschluss geschlossen werden oder mit Druckknöpfen. Natürlich kannst du auch bei einer Wollüberhose, die einen Verschluss hat, durch Klett oder durch Druckknöpfe, eine Prefold verwenden und sie einfach nur reinlegen. Es gibt bestimmt auch Überhosen, die schon Laschen haben für diese Prefolds. Ansonsten legst du sie einfach nur rein und musst darauf achten, dass kein Zipfelchen Stoff dann eben rausschaut. Wolle hat den Vorteil, es ist ein natürliches Material, sie ist sehr atmungsaktiv, sie verliert den Geruch sehr schnell wieder. Also wenn sie jetzt mal ja, nach ein paar Stunden am Popo ein bisschen riecht, lässt du sie einfach nur an der Luft für ein paar Stunden und das kannst du ganz, ganz oft hintereinander machen und dann musst du die Wolle im Endeffekt nur alle 2-3 Wochen mal waschen. Ist ein bisschen aufwendiger, weil du im Anschluss am besten noch eine Wollkur machst. Wie das aber im Einzelnen geht, das kannst du in einem extra Video von uns sehen. Da habe ich schon eins gemacht, nur über Wollüberhosen. Aber wie gesagt, ein natürliches Material, atmungsaktiv, temperaturausgleichend, was ja auch wichtig ist. Und sie nimmt eben auch noch Feuchtigkeit auf. Das heißt, gerade bei Kindern, die viel pieseln oder für die Nacht, empfehlen sich Wollüberhosen absolut. Denn wenn du eine Windel innen drin hast, die schon total nass und feucht ist, dann bist du mit einer Wollüberhose immer noch auf einer ziemlich sicheren Seite, denn sie nimmt nochmal 30% von ihrem eigenen Gewicht an zusätzlicher Feuchtigkeit auf. Das ist echt super. Ja, das sind eben die Vorteile der Wollüberhosen, diese Atmungsaktivität, Temperaturausgleichen, natürliches Material. Der Nachteil ist einfach, sind in den meisten Fällen sehr viel teurer als Überhosen aus Pull oder aus Vlies. Das hier sind Überhosen aus Vlies. Das ist der gleiche Stoff, aus dem du eventuell einen Pullover oder eine Jacke hast. Und du kennst ihn vielleicht auch unter dem Markennamen Polar Vlies. Es gibt noch andere. Vlies ist ein ganz pflegeleichter Stoff. Du weißt es ja von deiner restlichen Bekleidung vielleicht. Du wäschst ihn einfach nur in der Waschmaschine, schleudern und dann nochmal kurz an der Luft trocknen und schon ist das Textilstück wieder trocken. Das ist also ein ganz großer Vorteil. Vlies ist auch atmungsaktiv, das heißt, es kommt eben auch noch genügend Luft an die Babyhaut dann dran. Ein Nachteil ist einfach, dass der Vlies überhaupt keine Feuchtigkeit speichert und sogar auf Druck sehr leicht abgibt. Das heißt, wenn du jetzt eine Vliesüberhose verwendest, während du dein Kind im Tragetuch trägst, in der Babytrage oder auch in der Babyschale, wo dieser Gurt in der Mitte dann einschneidet, dann kann es wirklich sehr leicht sein, dass die Vliesüberhose auf Druck eben dann hier die Feuchtigkeit nach außen abgibt. Das ist ein absoluter Nachteil. Da hat sich aber die Bille von Billeka, also von Huda, was ganz Tolles ausgedacht, schon vor einigen Jahren. Sie näht in ihre Vliesüberhosen mittig einen Pullstreifen ein. Das heißt, du hast hier wirklich eine doppelte Sicherheit. Das Vliesmaterial wird jetzt also hier durch den Pullstoffstreifen verstärkt, wird wesentlich wasserdichter
Und dann kannst du diese Überhosen auch toll für die Nacht verwenden oder eben beim Tragen oder in der Babyschale. Worauf musst du jetzt bei einer Überhose achten, wenn du sie anlegst? Es ist egal, ob das eine Pullüberhose, Vlies oder Wolle ist. Auf jeden Fall musst du darauf achten, dass hier kein Stoff heraussieht. Du siehst, hier hinten ist jetzt noch der Stoff von der Windel. Das heißt, den muss ich jetzt wirklich runterschieben, so dass das Gummibündchen jetzt hier am Rücken liegt. Und damit jetzt hier kein Stoff hier herausschaut und die Oberbekleidung dann irgendwie durchnässt. Das kontrollierst du wirklich am Rückenbereich, du kontrollierst es auch vorne am Bauch. Und ganz wichtig natürlich auch hier bei den Beinbündchen. Da am besten immer nochmal mit den Fingern hingehen und wirklich schauen, dass nichts außen ist. Und außerdem kannst du so, wenn du mit den Fingern herumgehst, sicherstellen, dass die Bündchen gut anliegen am Bein, ja, dass die jetzt auch nicht hier irgendwie so eingerollt sind, sondern dass sie schön anliegen. Ganz oft bekommen wir eben auch die Frage, mein Kind hat Abdrücke, sitzt die Windel einfach an den Beinbündchen vielleicht zu eng? Auch wenn du Socken trägst oder Unterwäsche, hast du oft einen kleinen Abdruck, einen schwachen Abdruck auf der Haut. Solange das so aussieht an der Haut deines Babys, solange ist das okay. Sollte das jetzt natürlich richtig tief reindrücken, sollte die Haut wund werden und sollte der Abdruck, auch wenn du dein Kind wickelst und ein bisschen nackt strampeln lässt, nicht verschwinden, dann solltest du den Sitz deiner Überhose kontrollieren. Ist es vielleicht doch zu fest eingestellt? Vielleicht ist die Überhose auch zu klein. Natürlich auch sein, dass dein Baby das Material vom Beinbündchen nicht verträgt. In manchen Fällen ist der Stoff der Beinbündchen ein anderer Stoff, als der jetzt hier im Hauptteil verwendet wird. Manchmal sind es auch wirklich einfach nur die Einfassbänder, dass die aus einem Material sind, das dein Kind nicht verträgt. Oder vielleicht reagiert es empfindlich auf die Abschlusskante. Das sind Sachen, die musst du einfach versuchen, selber herauszufinden. Und da kann dir auch niemand dann sagen, ja, das liegt auf jeden Fall nur daran, denn jedes Kind ist unterschiedlich, jede Haut reagiert anders. Ja, was lässt sich jetzt zum Schluss noch abschließend sagen? Es gibt eine große Auswahl an Überhosen, ganz unterschiedlich. Es gibt Wolle, es gibt Pull und es gibt eben Vlies, das sind die unterschiedlichen Materialien. Es gibt die unterschiedlichen Schnitte, wie eben Schlupfhosen, Überhosen, die geknöpft werden, Überhosen, die einen Klettverschluss haben. Es gibt Überhosen, die haben ein sogenanntes doppeltes Beinbündchen oder sie haben einfach nur ein glattes Beinbündchen. Manche Überhosen haben sogenannte Prefold-Laschen, in die du dann eine Prefold einfach hineinlegen kannst. Und wie du siehst, kann die auch unterschiedlich ausgestaltet sein. In diesem Fall ist das eine, die sogar noch hier einen Fließstoff hat, der dann auf der Unterseite einen Pullstoff besitzt. Und dann liegt das auch schön weich auf der Haut an. Die Qual der Wahl hast du jetzt also. Du musst dich entscheiden. Jede Überhose hat ihre Vor- und Nachteile in der Pflege, in der Atmungsaktivität, in der Größe, in der Form, im Material. Du musst da leider selber die Auswahl treffen. Entscheide einfach, was für euch das Beste ist. Oder du machst einen Mix und probierst es mal aus. Super ist, wie gesagt, Wolle für die Nacht, für lange Fahrten, für Vielpiesler. Ich liebe Wolle, schau dir mal unser Wollvideo an. Und ansonsten, wie immer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder zuzuschauen. Und vielleicht schaust du beim nächsten Mal auch wieder zu. Mach's gut, hab einen schönen Tag, bis dann, tschüss.